Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, ich begebe mich auf den Rückweg zu unserer, ja, Dankwartrode nennt sie, ja? Oh, was ist denn, was ist denn jetzt los? Achso, das war, die Wolken waren die ganze Zeit davor. Es war die ganze Zeit so dämmerig, auf einmal wird es gerade ganz hell. Naja. Es ist ja erst 18 Uhr. Ja, ja, aber es sah gerade bei mir jetzt anders aus. Na gut, und im Hintergrund ist jetzt rot. Du kannst vielleicht, wenn du in der Burg, in unserer Burg bist, schon mal ein paar Dings in Auftrag gegen Bolzen. Weil ich werde, glaube ich, noch ein bisschen länger brauchen als ursprünglich eingeplant, um nach Hause zu kommen. Die Bolzen mache ich im... Ja, ich weiß wo. Am besten in der Werkbank. Ja, genau. Okay, dann weißt du ja, wo die sind. Ja, ja. Und, Dingsen, Spitzen sind in der Schmiede. Okay. Ich muss mich nämlich darauf konzentrieren, nicht den Heinrich zu machen und auf eine Bombe zu treten. Nina. Oh, fuck! Wolf, Bär? Hund. Heißköter. Oh! Gut, dass ich schon so gut bin. Zwei Schuss und das Scheißviech ist tot. Mal gucken, wo ich leer lang muss. Gehe ich darum. Habe ich es nämlich auch geschafft, dieses Gebiet lebendig hinter mir zu lassen. Um. Muss ich nur noch rechtzeitig nach Hause kommen. Ja. Ja, also ich hatte halt einfach eine Feder-Loot-Tour gemacht. Hab dabei so ein bisschen auch die Gegend erkundet, ausnahmsweise mal ohne Moped. Ja, sonst findest du ja keine Federn. Genau. Und jetzt muss ich halt nur noch nach Hause kommen. Denn heute Nacht wird es wieder blutrot. Ja, die blutrote Nacht steht bevor, genau. Genau, und wir sind mal gespannt, wie die zweite blutrote Nacht in unserer Burg wird. Ob die etwas ereignisreicher wird als die letzte, wäre schön. Die letzte war ziemlich langweilig. Ja, ich will einfach nur wissen, ob wir zum Sichergehen, dass wir jetzt hier wirklich jetzt nicht mehr in Verteidigung stecken müssen. Dass wir wirklich dann halt uns auf, ja, unsere anderen Basen konzentrieren können. Ja. Dann braucht man nämlich hier, wenn hier eh kaum einer herkommt, dann braucht man nämlich hier keine Zeit investieren. Richtig. Auch wenn es Spaß gemacht hätte, hier noch mehr zu verteidigen, aber wenn halt nichts kommt, dann kommt halt nichts, ne? Ja, da bauen wir lieber dein Türmchen aus und meine Felsenfestung. Richtig. Da haben wir mehr von. Ja auch. Weil für euch ist es ja auch langweilig, wenn wir eine blutrote Nacht haben und die ganze Zeit auf unserer Burg hocken und es kommen maximal 5 Zombies auf einmal. Ja, es ist ein bisschen lame, ey. Vielleicht sollten wir auch überlegen, den Schwierigkeitsgrad vom Server etwas hochzuschrauben. Den Schwierigkeitsgrad? Mhm. Ich weiß nicht, was wollen wir dann... Die hatten doch eigentlich mehr Zombies eingestellt. Stimmt. Ich weiß gar nicht, was Standard war. 30 pro Nacht oder 30 irgendwas? Da hatte ich, glaube ich, auf 60 gestellt. Können wir mal irgendwann nochmal gerne gucken. Mhm. So, ich mache jetzt fast 500 Bolzen nochmal. Mhm. Und wir haben noch über 500 Spitzen übrig, die packe ich erstmal ins Munitionsschränkchen. Obwohl, ich könnte noch mehr machen, ich brauche... Also ich bringe Federn. Auf jeden... Ja, also ich bringe auch mindestens... Also mehr als 750 Federn mit. Hm, dann haben wir keine mehr. Dann, die du vorbeibringst, dann sind das alle. So. Mach einfach an Bolzen, was du mit Federn und Spitzen machen kannst. Genau, dann sind wir fast bei 600, 700. Und wir haben immer noch über 200 Spitzen übrig. Ja, ist doch gut. Und ich bringe ja gut 750, also irgendwas zwischen 750 und 1000 Federn bringe ich ja mit. Das heißt, da haben wir dann auch wieder ein bisschen Vorrat. Genau. Müssen halt ab und zu mal so ein bisschen Federlooten machen, weil, gut, in der Nacht
Mal schauen, ob wir da viele Federn brauchen oder auch nicht. Kann so oder so kommen. Wenn wir natürlich wieder da sind, wo wir viele Federn brauchen, dann wird natürlich auch der Verbrauch nach oben gehen. Also, wenn wir viel schießen müssen. Ja. So, ich bin jetzt auch schon bei der Brücke langsam angekommen. Dann kann ich dir gleich die Tür aufmachen. Genau, dann kannst du mir gleich die Tür aufmachen. Oh, da ist noch ein Nest. Oh, toll, ein Ei drin. Ja, ich hasse die Nester mit Eiern. Ja, damit kann man aber... Also mit Eiern, die brauchen wir auch für das ein oder andere zu kochen. So ist es ja nicht. So, ich bin auf der Brücke. Hm. Ach, hier fehlen nur ein paar Stacheln. Wieder schnell gezaubert. Hallo, dahinter hinlegen. Da. So, ich bin da. Soll ich die Tür hinter mir zumachen? Ne, du bist noch draußen, ne? Ja, kannst du zu auflassen, wie du willst. Dann lass ich sie offen. Ich mache hier mal einen Rundgang, gucke, was wir brauchen. Vielleicht müsste ich auch was reparieren. Aber bisher sieht es mit der Verteidigung echt gut aus, also... Hm. Bisschen was reparieren, aber sonst... Also ich habe knapp 900 Federn habe ich mitgebracht. Super, aber so eine Tool müsste man eigentlich demnächst auch nochmal machen. Also jetzt nicht so lange warten, dass wir kaum wieder was haben. Ja, ja. Einmal kurz AFK. Wo gehst du hin? Achso, dann. Na gut, hier ist ein bisschen Stacheldraht weg. Da zaubern wir mal welchen hin. Abracadabra, lass es Stacheldraht regnen. Zack, zack. Aber sonst doch, hier ist wieder was ein bisschen kaputt. Sind auch meistens nur leicht beschädigt gewesen. Also wir haben echt gut... Na gut, hier fällt wieder ein bisschen was. Das ist alles... Hält sich alles in Grenzen. So, dann gehen wir mal rein. Dann würde ich sagen, machen wir eine Lage Stacheldraht. Und eine Lage Stacheln. Dann lassen wir das Tor offen. Wollen ja schön hier reinfallen. Das sollte reichen. Wie sieht's brauchst du aus? Soll ich dir noch eine neue Armbrust machen, oder? Ja, gern. Also meine, wie gesagt, würde jetzt, wenn es eine richtige, heftige, blutrote Nacht würde... Dann, ja, würde sie mir einfach fehlen, ja. Messing und Co. brauchen wir hier nicht. Oh je, es ist ja schon fast soweit. Ja, ja. Oh, Katze! Na? Ist sie bei dir vorbeigelaufen? Ja, sie ist gerade auf meinen Schoß gekrabbelt. Und das sehr trampelig. Ah, ein Trampeltier halt. Mhm. So.
Hast du die neue Armbrust schon in Auftrag gegeben, oder? Ja, ich mach die gerade, weil unten ist in 2 Sekunden, sie ist fertig. Oh. Aber die ist nicht unten, die habe ich hier oben. Ich packe sie in der Küche in den ganz linken Schrank. Wunderbar. Eine neue Armbrust. Zack. Dann bringe ich die andere mal in Reserve, Waffenkiste. Falls man mal eine schnell braucht. Jo. Wie sieht's bei dir mit den... Wenn man die alten Pfeile auseinander nimmt, kriegt man da... Nein. Keine Federn zurück? Nein. Oh, ist das scheiße. Wie viele Bolzen hast du noch?287, das reicht. Okay, dann kann ich mir hier noch ein paar rausnehmen. Nochmal 100 Stück. So, habe ich jetzt nämlich auf 250. Ich gehe mal nach oben. Stelle auch gleich mal unsere Motoren an. Oder den Motor. Wollen wir mal gucken, ob hier was auftaucht. Taucht bestimmt was auf. Oh, hier ist noch ein Taschenmotorradfahrwerk. So, vorne sehe ich schon mal nichts. Naja, du kannst ja, ich guck erstmal. Mein Fahrwerk war, glaube ich, schlechter als das hier. Das müsste ich dann komplett auseinanderruppeln oder was? Tauschen. Geht ja, wunderbar. Besseres Fahrwerk. Du kannst natürlich mit deiner Nachtsichtbrille, kannst du sehr schön weit über den See gucken. Ich kann weit gucken. Mit der Nachtsichtbrille kann man relativ weit sehen. Ja. Nachtsichtbrille aktiviert. Und immer Türen hinter einen zumachen. Aktiviert. So. Wir hören noch was. Hier sind doch ein paar. Haben wir ein paar? Ja. Oh, ich hab gar nicht geladen. Oh, mit Köter sogar. Mal wieder von der gleichen Seite wie letztes Mal, ne? Ja. Oh, ist sogar ein Footballspieler. Der ist neu. Premiere. Da kommt noch einer. Oh, da kommen noch mehr. Jetzt geht's los. Weg hier. Ach du Schreck, der Quarterback ist weg. Weg, du Stacheldraht. Hihihi. Oh, da kommen noch mehr angelaufen. Aber ich finde das mit dem Wasser ist eine hervorragende Idee. Ist tot. Noch ein Hund? Zack, Schnauze im Wasser. Super. Danke. So, ich gehe mal wieder auf Nachtsicht. Ne, wo war denn das? Mit N? Ne, N war es nicht, F war es. Hm. Ich sehe jetzt aus der Entfernung gar nichts. Ach, da kommt was. Hundi. Ja, die spawnen im Wasser. Ich glaube, der ist schon tot. Ich habe ihn übersehen, aber ich sehe jetzt wirklich wieder nichts. Doch, da kommt einer. Getroffen. Zwei. Ja, die spawnen da hinten. Ein dritter ist aus dem Wasser gestiegen. Vierter, jetzt wieder ein dritter. Doch, jetzt sind es wieder vier. Fünf. Aber zumindest ein bisschen mehr zu tun als in der letzten Nacht. Ja. Oh, noch ein Quarterback hier. Oder bist du in der Defense?
Geil, wir bauen hier so einen Leichendamm. Oh, da kommen drei Fettis. Also hier kommt jetzt auf einmal mehr, ne? Das ist... Vielleicht hat uns die KI letztes Mal einfach nur verschont. Wobei das doch relativ entspannt ist, wie die hier ankommen. Naja, durch das Wasser halt, ne? Weil sonst wären die ja schon in unserer Verteidigung und hätten da schon alles kaputt gemacht. Wir können sogar bei den Zielen springen, das ist geil. Ah, jetzt kommen sie ran. Ah, ist er tot? Ja. Ja, also ich finde das so von der Verteidigung ganz gut. Ja. So lässt es sich aushalten. Ups, war das dein Arm? Bein wäre cool abzuschießen. Mhm. Ups, war das dein Kopf? Kam ins Straucheln, ey, und dann zack. Boah, jetzt treffe ich die nicht. Oh, da ist ein Kotzer. Kotzer, alles auf dem Kotzer. Sollen sie halt die Verteidigung kaputt machen unten. Der Potsdam muss wegbleiben. Platz da gleich mal. Die Nacht des kotzenden Polizisten. Steve Wiggum lässt grüßen. Okay. Ist er geplatzt, ja? Nee, ich hab ihn vorher abgeknallt. Er war tot, bevor er platzen konnte. Also, dann hier vielleicht auf dieser Seite doch noch ein paar Blade Traps am besten aufstellen. Ja, dann wird er aber nächstes Mal von woanders angreifen. Dann braucht man vielleicht doch so auf jeder Seite Generatoren oder so, dass je nachdem von wo die kommen, machen wir dann halt unterschiedliche Generatoren. Glaube ich. Aber hier hat man ja eine Schneise quasi, ne? Die kommen ja alle aus dieser Ecke da. Da könnte man hier vorne ein, zwei Blade Trips, das würde vielleicht hier schon reichen. Mhm. Aber ich find's geil, ich kann echt... Die Ziele wechseln so. Und die kommen halt nicht an. Na, jetzt kommen sie an. Oh, da ist noch ein Chief Wiggum. Oh, der kommt doch an, scheiße. Ich treffe ihn nicht.
Also für den brauche ich ein Scharfschützengewehr das nächste Mal. Okay. Ja, er ist tot. So, wer lebt da noch? Bin versteckt, bei mir lebt keiner mehr. Leuchtet nur noch versteckt. Ein bisschen Chief Wiggum, also die Überreste von Chief Wiggum. Ich gehe mal auf Nachtsicht. Das war's, aber so viel, das ist ja das 4-5-fache von letztes Mal. Ja. Jetzt haben wir schon Leuchtzombies, also die dürfen nicht ran. Nee. Weil der kann uns. Also Holz würde er ja super schnell kaputt kriegen, aber. Ja. Stein vielleicht 2 Schuss. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, wenn euch diese Ansicht stört, dann schreibt es in die Kommentare, dann benutze ich sie nicht. Weil ich finde es stellenweise sehr grell. Ja, sonst wenn du deine Nachtsichtbrille nicht haben willst, nehme ich die. Ja. Weil ich finde die, gerade in der roten Nacht finde ich die relativ angenehm, weil man so sieht, wo die Zombies weiter weg sind. Ja, du hast recht. Also man kann sie deutlich weiter weg sehen als so. Ohne Brille, aber es geht ja hier in dem Augenblick um den Zuschauer, wenn der natürlich. Ja, deswegen, wenn nur mein kleines Bild in der Nachtsicht ist, das ist ja nicht ganz so unangenehm dann für den Zuschauer. Das kann sein, ja. Ah, ich habe wieder den Grafikbug bei dir, dass deine Lampe irgendwie so einen Pixel, einen riesigen Pixel hat. Hm. Bei mir auch? Nö, du siehst normal aus. In die Fresse. Achso, was mir gerade auffällt, du hältst die Armbrust irgendwie einen Meter neben dir. Ach. Hast aber ein hübsches Gesicht. Wollte ich mal gesagt haben. Dankeschön. Warum hast du keine Haare? Keine langen Haare? Weil ich eine. Hier was auf dem Kopf habe, mal, wenn ich das abnehme. Konnte man das auswählen? Achso. Ja, du hast. Na, okay, gut. Ich habe auch keine langen Haare. Ich habe so einen schicken Zopf hier. Ja, da, 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 da. Ich habe halt. Eine kleine Mähne. Okay, gut, aber. Einen kleinen Iro hast du, meinst du? Ja, so ein bisschen Iro. Na gut, aber durch die Tatsache, dass ich fast immer nur den Bergbauhelm trage, ist die Frisur tatsächlich total egal. Ja, sogar den Bart sieht man gar nicht. Das sieht man doch nicht eigentlich. Ja. Doch, den sieht man. Wenn man dich direkt anschaut, sieht man deinen Bart. Ja, hier im Menü. Jetzt siehst du so tü. Heinrich mit Bart. So. Aber jetzt kommt irgendwie gar keiner, ne? Nö. Also letztes Mal. Ah, weißt du was? Nein. Wir müssen mal auf. Aber wir gehen einmal im Kreis. Genau. Dann spawnt ja die KI. So war es ja letztes Mal. Hallo. Hallo. Wenn ich auf dieser Höhe bin, dann kamen sie ja meistens wieder. Jo, da ist einer. Einer? Ein Footballspieler. Da hinten weiter auch hier. Normalo. Das habe ich noch nicht gerafft, warum das so ist, wie es ist. Tot? Oh. Ah, der steht hier aus dem Wasser. Jo. Knappe Stunde noch. Ist die Nacht vorbei. Kommt was? Ich sehe nichts. Da müssen wir beide wohl weg sein. Boah. Aber irgendwo höre ich doch was quietschen. Oh, da ist ein Leuchtezombie. Also ein Chief Wiggum, ein Kotzer. Ja. Oh, jetzt kommen noch mal ein paar. Ja, weil ich nach hinten gegangen bin. Nicht kotzen! Nee, spar dir das. Eigentlich wollen es die Zuschauer bestimmt mal sehen, aber ich nicht.
Muss ich sein, der kotzt hier alles kaputt. Reicht doch die Verteidigung. Dass er die kaputt kotzt. Ach, Mädels. Sehen wir auch gerade so. Na los, fall oben, Dicker. Der ist schon tot, der steht nur noch. Okay. Ich teste das nochmal. Bleib mal stehen. Ich renne nochmal hier hinten hin. Diep, 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 diep. 23, 22, 21. Zombies sind da. Jo, kommen auch welche. Sag ich doch. Also zwei Damen. Einer steht. Einer, der ist da. Zwei dicke Damen. In weiß. Ich hab praktisch die eine fällt hin, dann kann man die andere wieder beschießen. Mhm. Die bleibt wohl liegen. Warte, ich will mal gucken, ob das auch klappt, wenn ich das mache. Einer kommt sowieso gerade eben. Zwei kommen. 21, 22, 23, 24 und. Ja, einer kam sowieso und einer ist noch dazugekommen. Okay. Boah, war das ein Schuss über die Distanz? Hast du das gesehen? Direkt ausgenockt. Zielst du mit einfach mit dem Fadenkreuz oder einfach mit so näher ran hier so? Nee, ich mach mit dem Fadenkreuz. Ja, ich auch, damit komme ich besser klar. Bist du tot oder lebst du schon? Ja. Ich gehe noch mal rüber. 21. Zombies sind da. Nö. Oh. Stimmt. Naja, vielleicht ist es auch Zufall. Aber ich glaube wirklich, das geht so ungefähr so. Aber das scheint irgendwo noch eine Spinne zu sein. Ja, vor uns hier. Hier schon mal den Generator ausstellen. Kommt da auch noch, also in weiß. Ja, ich stell noch mal schnell den Generator aus, das ist ja nicht. Trifft die Spinne nicht. Aha. Yes, dort. Und da hinten noch einer. Dann haben wir's. Dann wird gelootet. Und wir bringt keiner Munition mit. Ach, ich geh schon mal runter. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Aber wir müssen den Weg frei hauen, ne? Ach, du bist hier runtergesprungen? Ja, gut. Ja. Mach ich auch. Hui, hoppala. Pass auf, dann müssen wir gleich ganz schnell wohin. Du bist nuts. Bisher habe ich nur Vitamine. Oh, Gartenhacke, 445. Die anderen, hat man nicht hier noch ein paar Leichen? Verschwinden die im Wasser? Ja. Yeah. Klar, die andere ist auch gerade weg, die ich gelootet habe. Wir haben ja so viel im Wasser gekillt. Ja, ich habe hier auch schon einige weggehauen. Ich habe bisher nur eine gerade gelootet, dann ist sie verschwunden. Hm. Ist ja doof. Hä, oder sehe ich die einfach nicht? Ich glaube, du siehst die einfach nicht. Du lootest da ja welche, aber ich kann nicht sehen, vielleicht bin ich auch blind. Ah, doch, hier ist einer.
gucken. Oh, hier sind doch noch einige. Hier auch, die sieht man echt ganz schlecht. Die hast du ja auch übersehen, den ganzen Haufen. Aber... Also richtig Geiles haben sie bisher nicht gebracht hier, muss ich echt mal sagen. Nicht toll. Achso, ich repariere mal hier gar nichts, weil du willst ja hier noch was hinstellen. Hm? Ja. Wie so zwei Stacheldinger oder so. Brauche ich ja nichts reparieren. Falls da was weg muss, weißt du? Ja. Du findest immer noch was? Ja, ich versuche hier nur gerade. Sind im Wasser nicht so leicht zu. Hey. Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alle. Ich glaube auch. Das war eine lustige Blutrohre. Oh, da ist noch was. Sieht mir das von oben vielleicht besser? Nee, wenn du dich unterbeugst, dass du so unter Wasser guckst. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Hier war doch gerade irgendwo noch wer. Hm. Egal. Egal. Ja, Blut über rote Nacht überstanden. Relativ gechillt. Und sieht das ist cool aus. Guck mal mit mir rüber. Die Sonne. Oh, ja. Fast über unsere Basis. Kann ich noch ein bisschen drehen? Nee, kann nicht. Und dieses Kreuz, dieses, sieht richtig cool aus. Das sieht wirklich cool aus, ja. Oh, ein Wunder. Ja, mit diesen Bildern würden wir uns jetzt verabschieden. Schaltet wieder nächstes Mal ein, wenn es heißt, ja, Zombie schlachten. Oder bauen. Beides. Beides, ja. Zombie schlachten und, ja. Du müsstest hier dann gleich noch die Frames machen. Das ja, nicht ihr rein. Dürft gerne kommentieren und ich habe keine Frames dabei. Das ist ganz schlecht. Ja, ich baue schnell welche. Ihr könnt abonnieren, ich baue Frames und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein.